Claudia Steidelmüller ist zwar längst nicht mehr nervös vor Fotoshootings, trotzdem, hier spielt die Musik für den Katalog. Ein Arsenal an Puder und Bürsten umgibt die internationalen Models. Der Kante stört dich nicht. Nee, ich denke, das siehst du nicht. Sieht's dir hier, oder? Ja, brauchst nicht noch mal bügeln, das ist total okay so. Ja, nur, das war ja quer und jetzt brauche ich ein Hochformat. Und mit Sitzen so quer wie gestern kannst du jetzt eigentlich nicht machen, weil das ist zu breit. Während Claudia organisiert, entspannt sich das brasilianische Model Raquel Gomez in der Maske. For catalog it's easy because Katalogjobs sind leicht, weil da musst du nicht viel nachdenken. Die Kollektion macht's uns leicht. In der großen Mode müssen wir auf so viele Details achten. Aber beim Katalog musst du natürlich wirken. Schließlich verkaufst du an normale Leute. And for example, for some magazines, you have to do. Für Magazine muss man manchmal so verrückte Sachen machen. Hier ist es viel leichter. And this is really easy. Und ich fand es jetzt wirklich besser, wenn wir sie heute auch mal hinsetzen. Ja. Oder wir geben ihr irgendwas, wo wir ihr Bein draufstellen, damit der Pulli mal breiter kommt. Weißt du, wenn die also das Bein hoch hat, dann Pulli in dem Fall. Vielleicht. Bei Terminen wie diesen darf nichts schiefgehen. Die Katalogmacherin trägt die Verantwortung für das teure Shooting. Ja, da wir nicht das allerbeste Papier haben, Papier schluckt viel Farbe, ist es wirklich wichtig, dass die Modelle schön betonte Augen haben. Also sie muss eigentlich mehr Farbe drauf machen, als wie hinterher der Kunde wahrnimmt. Für uns sieht es jetzt bestimmt nicht natürlich aus. Sie sehen jetzt wahrscheinlich sehr angemalt aus, ist aber in Wirklichkeit nicht so. Ja, also auch erste Klamotte, eine Trainingsjacke mit Kapuze. Entweder versuchen wir es mit der Windmaschine oder vielleicht stecken wir sie dann mal leicht auch hoch. Ich weiß, die Haare sind dann frisch gemacht, ist mir schon klar. Was das Problem? Frisch gemacht. Von ihr sind ja frisch gemacht. Natürlich, ich weiß, es kommt immer gut, Haare offen. Es ist wirklich nur das Problem mit der Kapuze. Wir versuchen es mit leichtem Wind. Magda Krasinska kommt aus Polen. Sie ist heute gebucht quasi als Frau ohne Alter. Sie geht noch als jung und schon als älter durch. Ich hätte dich gern immer dabei und sobald was ist, dass du immer reinrennst und immer sagst, stopp, ein Haar und. Und auch jetzt mit der Windmaschine erstmal ausprobieren, wie die überhaupt kommt, weil so geht's nicht. Es ist zwar alles schön und gut, aber der Artikel ist mir zu abgedeckt. So ein bisschen. Okay. Always give a little elbow that we see on one side the white stripe. Weil mit der Windmaschine, das hat sich gestern so oft so geteilt, dass du so einen Durchschuss hast. Weißt du, dann hängt mal eine Haarsträhne und dann kommt lang wieder nichts. Aber eben war es die ganze Zeit gut. Alles klar also mit Windmaschine, Licht und Aufbau. Fotograf Piet Ruppert legt los. Die Katalogmacherin hat mehr die Klamotten im Auge. Wie Magda und Raquel, deren tatsächliches Alter folgerichtig Berufsgeheimnis ist, wie sie rüberkommen, ist Sache des Fotografen. Jedes Detail soll später zum Kauf anreizen, das ist das Ziel. Schließlich sollen Millionen von Kleidungsstücken nicht hängen oder liegen bleiben in den gigantisch großen Lagern.